herzlich willkommen. Dieses Mal ist eine Premiere, über die ich mich sehr, sehr freue. Erstmal vielleicht bin ich gut zu hören. Das wäre so die Grundvoraussetzung, dass man uns ganz gut versteht. An meiner Seite ist nämlich das erste Mal ein Gast. Und zwar freue ich mich sehr, dass Roland Elias, die viele vielleicht kennen ihn auch schon, ist, glaube ich, so der Steuerberater auf YouTube. So am längsten dabei, am meisten Klicks und so weiter. Und du beschäftigst dich seit Jahren auch schon mit Kryptowährungen. Schon länger, als ich überhaupt welche besessen habe. Und da die Frage gerade von euch und von auch jetzt bei unseren Kunden intern relativ häufig kommt, dachte ich mir, ich kann das zwar theoretisch auch irgendwie nachlesen und dann beantworten und sowas. Und klar, wir haben auch Berufsträger, die können das auch alles irgendwie beantworten. Aber es ist immer noch was ganz anderes, weil es da auch noch so tausende Abstufungen gibt und das dann teilweise sehr technisch ist. Da ist das ganz schön, einen Experten dabei zu haben. Und deswegen freue ich mich, Roland, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen! Ja, natürlich erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Stimmt, also wie gesagt, ich bin auch schon etwas länger mit dabei, seit 2017 hier auf YouTube und seit Ende 2016 in Kryptowährungen investiert. Das heißt, ich habe schon ein paar Ups und Downs mitgemacht. So damals noch, als man so die großen Ups als groß gesehen hat und die großen Downs als Downs. Ja. Und heutzutage, also heute ist das alles ein bisschen relativiert. Ja, vor allem, wenn man sich so dachte, oh mein Gott, jetzt steht er bei 2000. Boah, krass. Und ja, das war dann wirklich das letzte Mal eingekauft. Das war damals wirklich bei 1900 Euro. Also das waren noch Zeiten so ungefähr. So eine Woche für 1900, wobei ich ehrlicherweise auch letzte Woche Freitag gesagt habe, ach schön, Black Friday. Alles im Angebot. Bitcoin auch minus 10% im Angebot. Das stimmt. Aber damit kommen wir quasi auch zum Thema. Also wir beantworten selbstverständlich gerne auch alle Fragen, die da die im Chat sind. Das heißt, geht da gerne drauf ein. Wir haben aber auch tatsächlich eine ganze Reihe an Fragen vorher, als wir es angekündigt haben, schon eine ganze Reihe an Fragen bekommen. Und ich würde tatsächlich einfach so vorgehen, dass ich immer so ein halbes Auge auf den Chat habe und auch die Fragen, die wir vorher haben, und sie einfach so stelle. Teilweise werde ich mich ein bisschen doof stellen, damit wir ein bisschen weiter ausholen, aber damit du quasi die Antworten geben kannst. Wenn da irgendwo inhaltlich was nicht verständlich ist, gerne einfach sofort schreien, dann gehen wir quasi darauf ein. Genau, und dann kriegen wir das irgendwie schon hin. Die wichtigste Frage ist tatsächlich erstmal, was ist denn, wenn ich für 2000 Euro irgendwann Bitcoin gekauft habe und die jetzt dieses Jahr verkauft habe oder eventuell noch verkaufen möchte, weil ich dachte, jetzt ist aber Ende der Fahnenstange erreicht. Was muss ich da steuerlich überhaupt irgendwie beachten? Also grundsätzlich, sagen wir so, ist es das Schöne an der Situation ist ja, wenn es wirklich zu dem Fall kommen sollte, dass du zu den Glücklichen gehörst, die vielleicht vor 2017 oder vor 2016 oder vielleicht sogar schon 2010, 11, sage ich mal, zu dem Beginn der Kryptozeit einfach mal ein bisschen Geld reingeschmissen hast ins Investment und dort angefangen hast zu investieren, dann hast du die glückliche Situation, dass nach einem Jahr alles steuerfrei ist. Das ist wirklich die im Privatvermögen, wenn du nie gemeint hast, kein Staking, Landing oder sonstiges betrieben hast, dann ist es super schön, egal, wenn das jetzt auch mehrere Milliarden wert sind, die du jetzt sozusagen damals vielleicht 10.000 Bitcoins gekauft hast und jetzt heute, sag ich mal, ja, mehrere Millionen wert sind, dann hast du dort wirklich den riesigen Vorteil, die sind zu 100% steuerfrei und noch besser ist, du musst sie nicht bei einer Steuererklärung abgeben, weil es für dieses Volumen auch, also grundsätzlich bei steuerfreien Vorgängen, keine Steuererklärungspflicht gibt. Und das ist eigentlich, sagen wir schon mal, sehr, sehr schön und somit eigentlich auch super schön, wenn man das zu den Glücklichen gehört, die zu der damaligen Zeit dabei waren. Das heißt, gar keine Steuererklärung heißt auch, genau, muss ich eigentlich gar nichts machen. Wenn ich es verkaufe, dann habe ich das Geld auf dem Konto und dann darf ich mich darüber freuen und darf es ausgeben. Genau, richtig, ja. Schön. Wie ist das mit, wenn ich es unterjährig, also erstmal vielleicht ein Jahr, heißt ein Kalenderjahr oder 12 Monate? Also in dem Fall wirklich 365 Tage. Also wenn man jetzt heute kaufen würde, dann könnte man theoretisch, um auf Nummer sicher zu gehen, am 1.12.2022 verkaufen. Das heißt, es müssen wirklich 365 Tage abgelaufen sein. Und dann kommt man damit steuerfrei raus. Genau. Okay, und das ist ja auch aktuell noch so, weil du gesagt hast, klar hätte ich das für 2000 kaufen können, aber was, wenn ich jetzt am 15. November letztes Jahr das gekauft habe, war der Kurs ja auch deutlich niedriger. Genau, also das ist aktuell immer noch so. Gab ja auch dieses Jahr ein BMF-Schreiben vom 17.06.2021. Es war ein Entwurf, muss man dazu sagen. Die endgültige Fassung soll in den nächsten 1 bis 2 Monaten rauskommen, zumindest was man so hört. Das bedeutet, aktuell ist es noch so. Es gibt aber schon so aus anderen Ländern oder auch natürlich aus dem ein oder anderen Wahlprogramm und Koalitionsvertrag natürlich schon so ein bisschen jetzt hat auch die vielleicht der Anfang dessen, dass es sich ändern könnte, Thema Spekulationsfrist auch bei Immobilien.
Aber das, wie gesagt, das wäre dann ein bisschen so, ja, Wahrsagerei und da wissen wir natürlich noch nicht, was beschlossen wird. Okay, und wenn ich das jetzt unterjährig, höre ich ja auch immer wieder, ich habe dieses Jahr schon 3-mal gekauft und 4-mal verkauft oder sowas. Das heißt, wenn ich wirklich, wirklich einfach nur 3 Monate hatte und ein glückliches Händchen hatte, dann muss ich da Steuern drauf zahlen wahrscheinlich. Genau, in dem Fall ist es, sage ich mal, auch ganz einfach. Du hast in dem Fall die Anlage SO. Also grundsätzlich, wenn du eine Steuererklärung hast, ist es so, die besteht aus mehreren Bestandteilen. Einmal aus dem Mantelbogen und aus deinen Einkünften, die du hast. Du hast zum Beispiel als Arbeitnehmer dann noch die Anlage N dazu. Und wenn du dann jetzt dieses Jahr zum Beispiel für 2021 oder 20 die Steuererklärung machst, dann nimmst du noch die Anlage SO als weiteren Packen dazu. Das ist, glaube ich, in den Feldern 40 fortfolgende. Das sind andere Wirtschaftsgüter. Dort trägst du dann ein, deinen Veräußerungspreis, deine Anschaffungskosten und dort muss es dann versteuert werden mit dem persönlichen Steuersatz. Wenn das Ganze auch 600 Euro überschreitet, also ist eine Freigrenze, dann musst du das natürlich dann versteuern. Was auch eine relativ häufige Frage ist, die ich immer wieder höre, ist, ein ganz simples Beispiel. Ich habe mir 2 Bitcoin gekauft, verkaufe jetzt nacheinander und verkaufe jetzt ein. Nehme ich jetzt die durchschnittliche Anschaffungszeit oder ist das Last in, First out oder First in, First out? Also welchen verkaufe ich denn? Weil es ist ja jetzt, ich kann sie ja nicht anfassen. Also im Großen und Ganzen ist zumindest die OFD, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen war das, hat da ein klares Statement dazu abgegeben, es ist first in, first out. Das bedeutet, den du zuerst angeschafft hast, den hast du auch zuerst auch wieder veräußert. Und es gibt zwar im Betriebsvermögen dann noch last in, first out oder zum Beispiel auch die Möglichkeit des Durchschnittsverfahrens, aber ich sage es mal so, aus der Erfahrung heraus, in der Praxis, im Privatvermögen, die Finanzämter akzeptieren meistens immer nur first in, first out. Okay. Das ist zumindest die Praxis. Ja. Also es ist ja für mich der günstigste Fall. Das heißt, genau, ich verkaufe immer das Älteste als Erste. Genau, richtig. Auch interessante Frage, gerade jetzt aus dem Chat. Wer prüft denn die 365 Tage? Also grundsätzlich, sei mir so, stand heute keiner. Das ist der Vorteil, ich meine, das ist ja auch was, wo ja, sag ich mal, die IAS Kontist Steuerberatung ja fit seid, das ist ja eine Datenaufbereitung. Digitale Daten in irgendeiner Form, sage ich mal, in eine Buchhaltung oder in irgendeiner Form natürlich aufzubereiten. Und nichts anderes ist es so, dass das die Finanzämter oder auch sagen wir, irgendwann auch können. Also sie werden irgendwann, ja sagen wir so, Amazon haben sie mittlerweile einen direkten Zugang, auch bei PayPal, bei eBay haben sie auch den direkten Zugang zu den Daten. Also sie müssen nicht mehr fragen, gib uns mal bitte die Kontodaten von XY, sondern es ist genau umgekehrt. Du gibst deinen Usernamen von eBay hin und dann prüft das Finanzamt dort ganz einfach, ob du dort aktiv gehandelt hast. Das kann dir dann jetzt passieren. Bei Bitcoin.de zum Beispiel, da gab es schon mehrere Anfragen. Also das ist ja auch ein deutsches Unternehmen, also auch börsengelistet. Und es gibt, und zudem muss man auch wissen, Bitcoin.de gehört ja zu, ich glaube, Fidor Bank. Und die sind ja auch, sage ich mal, BaFin-Regelungen, alles mögliche. Also sie müssen auch ihre KYC-Regelungen einhalten. Ja. Und genauso ist es auch bei ausländischen Unternehmen. Es kann zum Beispiel sein, und das muss ja nicht mal das deutsche Finanzamt sein, das dann irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, hey, wir haben jetzt eine Möglichkeit, hier diese Daten abzugreifen und wissen, wer hinter diesen zum Beispiel Exchanges oder hinter diesen Konten bei Kraken oder bei Bittrex oder bei Binance steckt, sondern die fragen ganz einfach die Unternehmen und dann finden die heraus, okay, du hast dort gehandelt und wenn die dann sehen, okay, der Trade war aber innerhalb eines Jahres und du hast es nicht in der Steuererklärung angegeben, dann kommt das irgendwann vielleicht, dass du dann eine Anfrage bekommst, hatten wir erst dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, wieder bei den alten Luxemburger und Liechtensteiner Konten unserer Mandanten, dass da jetzt irgendwann langsam immer mehr Informationen hochkommen. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du es nicht angegeben hast, bist du im Rahmen von der Selbstanzeige oder Steuerhinterziehung. Ja, das heißt, nur weil jetzt keiner an meiner Tür klingelt und sagt, jetzt war aber drunter, heißt es nicht, dass ich es einfach ignorieren darf. Genau, richtig. Vor allem auch in 10 Jahren kann es auch noch passieren. Also ist auch übrigens generell immer der Fall. So die Frage, wer kriegt denn das mit, wenn ich Rechnungen schwarz im Bar einstecke in die Tasche, ohne sie anzugeben? Ja, gehen tut es für eine Weile wahrscheinlich auch. Vielleicht wirst du auch nicht erwischt, aber vielleicht halt dann doch schon. Was interessant ist, ist gerade beim Thema Kryptowährungen und so weiter, wie sieht das aus mit international? Das heißt, klar, es gibt deutsche Anbieter, keine Ahnung, ich kann es über die Bison-App kaufen oder keine Ahnung, Trade Republic rüstet da auch auf, von N26 habe ich auch gehört, die wollen, dass es gibt eine ganze Reihe an, deutschen Anbietern, aber es gibt auch ganz viele internationale Anbieter. Wann und wie werde ich denn damit steuerpflichtig in Deutschland, wenn ich da irgendein Tool aus dem Ausland nehme? Also grundsätzlich ist es immer so, klassischerweise greift hier das sogenannte Wohnsitzprinzip, also dort, wo du wohnst, bist du auch steuerpflichtig. Wenn du nicht in Deutschland wohnst, dann musst du natürlich auch in Deutschland keine Steuern zahlen. Wenn du, sag ich mal, jetzt in Deutschland wohnst, dann bist du hier mit allen deinen Einkünften, das nennt sich so Welteinkommensprinzip, hier in Deutschland steuerpflichtig. Es gibt durchaus hier auch Kollegen, auch aus dem Kryptobereich, die natürlich die Frage stellen, ja, ich handle ja Wirtschaftsgüter, also
immaterielle Wirtschaftsgüter auf einer ausländischen Börse, liegt dann überhaupt eine Steuerpflicht vor? Grundsätzlich ist es, sag ich mal, eine nette Theorie, aber in der Praxis einfach nicht umsetzbar, weil damit würde man, sag ich mal, das komplette Steuersystem so ein bisschen aushöhlen. Aber die Frage eigentlich dahinter, wie bekommt es das ausländische oder das deutsche Finanzamt überhaupt mit? Ich sage mal so, eBay, Amazon und auch PayPal sind alles ausländische Unternehmen und auch die wollen in Deutschland ihr Geschäft machen. Und wenn jetzt, sagen wir so, in irgendeiner Weise Binance oder Bittrex oder Bitstamp dann vielleicht der Zugang zum europäischen Markt oder zum deutschen Raum gesperrt wird, dann geht denen natürlich mit 500 Millionen, sage ich mal, potenziellen Investoren ein riesiger Markt flöten. Und deswegen haben die allein ein unternehmerisches Risiko, dass die in diesem Fall einfach hier, auch wenn eine Anfrage vom deutschen Finanzamt kommt, das eventuell hier ganz einfach beantworten, wobei das aber auch über den internationalen Informationsaustausch immer wieder Konten, Depots und sowas abgeglichen werden. Und da sind zumindest Stand jetzt auch die Broker wie Exchanges im Ausland noch nicht dabei. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass die natürlich auch dann damit reinfallen. Genau. Ja, das heißt, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, nur weil etwas jetzt noch nicht geht, dass ich jetzt denn jetzt safe bin. Genau, richtig. Okay. Interessante Frage auch jetzt gerade schon und steuerlich betrachtet ist, wir haben jetzt ja nur quasi Kryptowährung, einmal beispielsweise Bitcoin kaufen und wieder verkaufen, besprochen. Ruxo Games fragt, und wie sieht es aus mit Staking Rewards aus? Also auch da ist es so, die sind auch steuerpflichtig natürlich, die Einnahmen müssen bei Zufluss versteuert werden, das heißt diese Block-Rewards, die du dabei generierst, sind ganz normal steuerpflichtig und müssen bei Zugang, sage ich mal, versteuert werden. Mit dem persönlichen Steuersatz greift hier leider nicht die Kapitalertragssteuer, sondern der persönliche Steuersatz 0-45% und auch das dann in der Anlage SO, Zeile 10, fortfolgende angeben und das muss leider versteuert werden. Das ist vielleicht sowieso ja so ein Irrglaube, weil, hast du eben schon gesagt, das ist nicht Kapitalertragssteuer. Genau. Das liegt daran, weil? Weil es ein sogenanntes immaterielles Wirtschaftsgut ist und keine Beteiligung an irgendeinem Unternehmen, kein Finanzprodukt oder ähnliches. Das ist so eigentlich die leichte Klassifizierung. Wobei man aber auch hier sagen muss, hier muss man aufpassen, es gibt ja auch noch Security Equity Token und bei denen ist es schon so, da gibt es zwar in Deutschland jetzt noch keinen und weltweit versuchen sich alle um dieses Security Token Thema so ein bisschen herumzuschlängeln, weil nämlich das massive Folgen hätte, natürlich zum einen steuerlich, aber für die Unternehmen auch natürlich, sprich BaFin-Registrierung, die SEC müsste zustimmen, alles mögliche und es würde so einen rechtlichen, bürokratischen Rattenschwanz nach sich ziehen. Deswegen Stand jetzt gibt es noch keine. Eins, wo es so ein bisschen gerade schwierig ist, ist der Binance Coin, weil es ja eine Beteiligung an der Börse darstellt, wobei sich die auch noch so ein bisschen hin und her winden. Aber es gibt jetzt immer mehr so auch Aktientoken, die jetzt auch da ausgegeben werden. Zum Beispiel, wo man auf Basis von Tesla, von der Tesla-Aktie, dann einen Token hat, der dann dem Unternehmen folgt, was aber keine richtige Beteiligung ist. Da sind die Leute gerade sehr kreativ und da muss man echt aufpassen, wo man investiert. Das heißt, da sollte man sich im Zweifel auch, wenn das irgendwie sowas ist, vorher schlau machen, was das jetzt genau ist. Genau, ist es eine Kapitalbeteiligung? Ist es ein Token? Richtig. Ist es, okay. Am besten das White Paper lesen, sozusagen. Tatsächlich auch, ich würde mal sagen, vielleicht sehr offensichtliche Frage, was aber irgendwie in der ganzen allgemeinen Diskussion immer ein bisschen untergeht, ist, es sind ja auch Währungen häufig. Kann ich mich dann, wenn ich jetzt selbstständiger bin, mich auch einfach in Kryptowährung bezahlen lassen? Und wie mache ich das in der Buchhaltung? Ich meine jetzt, wenn ich mich bei LexOffice oder Fastbill einlogge, dann, also wie würde ich es denn machen? Also im Großen und Ganzen ganz einfach. Das Steuergesetz unterscheidet grundsätzlich nicht, ob du dich jetzt in Euro, Dollar, Renminbi, Bitcoin, Ethereum oder sonst irgendwas bezahlen lässt. Das ist dem deutschen Steuergesetz im Endeffekt wurscht, weil denen geht es einfach bloß darum, habe ich zum Beispiel im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes eine Leistung und eine Gegenleistung, sprich, habe ich eine Leistung erbracht und bekomme ich dafür ein sogenanntes Entgelt, also eine Bezahlung in Form entweder eines Wirtschaftsgutes oder in Form von Euro. Das ist sozusagen dem Umsatzsteuergesetz dann völlig egal. Genauso ist es aber auch bei den Ertragssteuern. Da ist es auch der Tauschvorgang als solcher ist steuerpflichtig. Und wenn ich jetzt heute sage, hey, ich bin zum Beispiel jetzt ein Einzelunternehmer und ich habe vielleicht ein Ladengeschäft, ein Kiosk oder sowas und ich möchte mich da jetzt halt mit Bitcoin oder Ethereum bezahlen lassen, mache vielleicht so einen klassischen QR-Code, einfach so an den Tresen dran und dann sage ich, okay, wenn du das jetzt hier bezahlen willst, einfach kurz abscannen, sozusagen Transaktion durchführen. Das wäre natürlich sowohl für denjenigen, der was verkauft, wäre es dann einkommensteuerlich, die ganz normale Einnahme, die er erfassen muss. Er müsste natürlich dann theoretisch eine Rechnung stellen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und Umsatzsteuern 7 oder 19% müsste er auch einbehalten. Das heißt, es ist ein ganz normaler Vorgang und das unterschätzen gerade viele.
Problematisch ist es nur, man muss das Ganze auch irgendwie natürlich nachverfolgen können, wie man natürlich die Transaktion hat zwischen den einzelnen Börsen. Also das ist so, oder zwischen den einzelnen Wallets. Und das ist dann die Aufgabe für die Buchhaltung. Das heißt, gut, da gibt es natürlich noch kein Buchhaltungsprogramm, genau, richtig, wo ich jetzt das mitmachen kann. Aber ist natürlich interessant zu wissen, auch wichtig für alle, dass ich dadurch jetzt keine steuerfreien Einnahmen generieren kann, nur weil ich mich in einer Kryptowährung bezahlen lasse. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, noch einige Fragen rund um, gerade um das Staken. Ja. Das heißt, was ist gerade mit gestakten, nicht veräußerten Token, wenn ich da zum Beispiel halt über diese 365 Tage bin oder über ein Jahr bin? Genau, also grundsätzlich ist es so, auch beim Staking ist es so, dass sich da laut BMF vom 17.06. die Spekulationsfrist von einem auf 10 Jahre verlängert. Das heißt, wenn man mindestens ein einziges Mal, und es reicht hier auch ganz wichtig, egal ob gewollt oder ungewollt gestaked wird, verlängert sich die Spekulationsfrist. Was bedeutet, man hat nicht mehr ein Jahr hier steuerfrei, also kann man nicht mehr nach einem Jahr, sondern erst nach 10 Jahren steuerfrei veräußern. Die gestakten Coins sind eine steuerpflichtige Einnahme. Da ist auch das BMF ein bisschen schärfer reingegangen und hat gesagt, jeder Staking-Vorgang ist auch ein Anschaffungsvorgang, was so ein bisschen dem Einkommensteuergesetz ein bisschen widerspricht, wenn man dem so folgt. Aber grundsätzlich ist es so, das heißt auch jeder gestakte Coin, der dann gestaked wird, hat eine mindestens 10-jährige Spekulationsfrist. Das heißt, in jedem Staking-Vorgang schafft man sich neue Coins, die eine 10-jährige Spekulationsfrist haben. Das heißt, da ist ein bisschen schwieriger mit steuerfrei. Das ist nicht so schön. Eine Frage noch auch von ist, this is not Orti. Ich versuche immer alles zu lesen. Wie ist die Steuerregelung, wenn man Coins exchanged und wo liegt der Unterschied zum Traden? Also grundsätzlich ist es so, die steuerliche Regelung ist ganz klar, jeder Tauschvorgang ist steuerpflichtig, egal wie gesagt, ob am Ende Euro, Dollar, Ethereum, Neo, Dash oder sonst irgendwas das Endergebnis ist. Jeder Tauschvorgang, wo du switcht, ist im Grunde ein steuerpflichtiger Vorgang, muss dementsprechend auch steuerlich erfasst werden. Der klassische, sag ich mal, ich weiß nicht, ob das Trading damit gemeint ist, das im Bereich der Aktien oder so, das ist natürlich ganz klar, es sind keine Beteiligungen an Unternehmen, sondern es ist immer, sag ich mal, jeder Vorgang ist steuerpflichtig, also jeder Swap auch dann. Bruxo Games kommentiert ja gleich schon mal. Ist vielleicht aber auch eine interessante Frage, weil er sagt, Portugal ist dahingehend steuerfrei, also geht die ganze Community da runter und die ganze Innovation aus Deutschland weg. Weil man dazu sagen muss, kleiner Hinweis bloß zu Portugal, ist zwar korrekt, diese Regelung gilt aber erstens nur für Privatpersonen, also sprich für die, die mal kaufen und verkaufen. Und Portugal hat sehr, sehr scharfe Regelungen, was die gewerbliche Tätigkeit beim Handel angeht. Dort gilt man sehr schnell als institutioneller, wenn man im Großen und Ganzen kauft und verkauft. Also Trading ist in Portugal nicht ganz so schön. Da muss man vorsichtig sein. Ist aber auch tatsächlich der Anlass. Also es gibt zwei Themen. Einmal finde ich super interessant. Siehst du, weil du dich mit dem Thema ja auch super viel beschäftigst, irgendwelche Entwicklungen vielleicht auch weltweit, wo man schon ein bisschen absehen kann, okay, das ist wahrscheinlich so die Marschroute oder das, was in Deutschland auch schon kommt, weil andere Länder sind eventuell regulatorisch, steuerlich auch einfach schon weiter als wir. Gibt es da irgendeine Tendenz schon zu erkennen? Also ich sage mal so, es gibt wirklich unterschiedliche Tendenzen. Also ich meine, man hört zum einen natürlich aus dem asiatischen Raum, gerade China vorne dran, hat, ich glaube, Anfang des Jahres alle Mining-Farmen irgendwo dicht gemacht. Die gehen da sehr radikal vor. Es gibt aber auch andere Länder, wie zum Beispiel, ich weiß, Zug ist es ja, in der Schweiz ist da sehr offen dem gegenüber. Österreich hat ja jetzt, der Grund, warum die auch diese Steuergesetzänderung jetzt machen, ist ja, die haben ja schon 2017, wollten die im Bereich Kryptowährung führend sein, also in Europa. Liechtenstein hat ja 2019 das Kryptogesetz beschlossen. Also da gibt es wirklich ein Gesetz extra für Kryptowährungen. Und ansonsten Singapur ist ja genauso in dem Markt sehr stark. Ich sage mal so, die Tendenz geht schon dahin, dass es irgendwo in die Richtung gehen wird, Kryptowährungen, Blockchain-basierte Systeme und Ähnliches. Die Frage ist halt nur, die große, wer setzt sich durch? Und ich denke, dass es definitiv auf eine, Lösung gibt, gehen wird, die nicht wir Deutschen vorgeben werden, weil ich glaube, der Druck wird auch da aus Amerika kommen, gerade mit Blick auf Facebook bzw. Meta, muss man ja jetzt sagen, die ja, sag ich mal, dort agieren wollen und sich auch den eigenen Token Polkadot eben weiter promoten wollen, genauso auch Amazon, die jetzt schon überlegen, mit Blockchain-basierten Systemen zu arbeiten. Wie gesagt, ich denke, dass nicht irgendein Gesetzgeber großartig Mitspracherecht hat, sondern dass das sich unter den Großkonzernen ausmachen wird.
Ja. Und am Ende wahrscheinlich noch die Thematik, dass man da wahrscheinlich mehr in den Beteiligungscharakter reinkommt, wie jetzt Österreich, wenn man zum Beispiel ja diese 25%-Regelung im Kapitalertragssteuer wahrscheinlich im Endeffekt greifen wird. Also das ist, glaube ich, das, wo es am Ende darauf hinauslaufen wird, und man eine klare Unterscheidung haben wird zwischen eben den einzelnen Token, Equity, Debt Token oder halt zum Beispiel auch natürlich den reinen Currency bzw. Payment Token. Ein anderes Thema, was ich relativ interessant finde, ist, was hattest du auch schon angesprochen, gerade in Bezug auf Portugal, weil die Regeln zum Gewerblichen dann relativ strenger, also zumindest strenger sind als in Deutschland. Mhm. Wie ist das denn in Deutschland? Ab wann bin ich denn quasi ein Gewerbe mit meinen Kryptoaktivitäten, was auch immer ich mache? Also ganz einfache Antwort. Dann, wenn es einen eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigt. Das ist zumindest die Aussage des BMF, bedeutet im Großen und Ganzen, man weiß es nicht genau. Es gibt keine Anzahl, wo man sagt, wie beim gewerblichen Grundstückshandel oder beim Gebrauchtwagenhandel, wo man 3 Immobilien innerhalb von 5 Jahren hat oder 2 Gebrauchtwagen innerhalb von einem Jahr, da gibt es keine klare Anzahl. Also da gibt es nicht so, dass man sagt, man verkauft jetzt 100 Mal einen Bitcoin und dann ist man im gewerblichen Handel. Das geht wirklich eher so in die Richtung, dass man sagt, okay, wie agiere ich überhaupt am Markt? Also bin ich zum Beispiel, lebe ich von dem Trading, bin ich da hochprofessionell, kaufe, verkaufe, mache Analysen, habe vielleicht Angestellte, das ist, sage ich mal, so der Punkt, die gewerbliche Grenze. Ganz genau gibt es keine Aussagen dazu. Also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, da ging es wirklich aber auch um ein siebenstelliges Vermögen. Da hat dann das Finanzamt im Großen und Ganzen gesagt, okay, das ist gewerblich, weil der im Großen und Ganzen hier wirklich so oft hin und her handelt. Der hatte 10 Trades, also 10 Verkäufe in einem Jahr. Wir haben aber auch einen Mandanten, der hat einen Trading-Bot, der hat, glaube ich, 60.000 oder 70.000 Euro Gewinn gemacht, hatte 1,2 Millionen Transaktionen im Jahr. Das hat das Finanzamt, das private Vermögensverwaltung. Also das ist halt... Und das dann abhängig davon, welcher Sachbearbeiter das jetzt auf dem Tisch hat. Genau, richtig. Also Tendenz geht aber dazu, dass es wahrscheinlich eher im unteren Bereich ist. Also wir sagen, intern ist die Grenze bei uns mehr als 100 Verkäufe. Dann ist er bei uns sozusagen auf einer Liste und dann heißt es, okay, ab jetzt könntest du gewerblich werden, weil dann natürlich schon der Verkaufscharakter schon auch mit dem Hintergrund ist. Und damit hätten wir das so zumindest bei uns intern geregelt. Aber aktuell, bei den großen Finanzämtern wird die Zahl immer niedriger. Also wir hatten das, wie gesagt, gerade, sag ich mal, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, diese Finanzämter sind jetzt nicht bei den 1,2 Millionen dabei, sondern eher bei den 50 bis 150 Verkäufen im Jahr. Das heißt, aber was würde das bedeuten? Ich meine, ja. Ich kenne nicht einige, die in dem Volumen durchaus auch mal kaufen und verkaufen und so. Denen jetzt zu unterstellen, dass sie einen Gewerbebetrieb haben, ist auch nicht. Die sitzen halt an ihrem Handy und kaufen und verkaufen gerade wie in... Ja. Genau, richtig, ja. Aber was hat das denn für Konsequenzen? Gut, ich muss den Gewerbe anmelden wahrscheinlich. Genau, richtig. Hat das denn auch irgendwelche Vorteile? Also die Einkünfte sind dann ja Einkünfte aus Gewerbebetrieb und nicht mehr sonstige Einkünfte. Genau, richtig. Genau. Das ist, sage ich mal, der erste wichtige Punkt. Zweitens natürlich Thema Gewerbesteuererklärung, Einnahmenüberschussrechnung, eventuell Bilanzierungspflicht. Das kann natürlich mit dazu kommen. Das bedeutet natürlich wesentlich mehr bürokratischer Aufwand für einen selber. Und natürlich der schlimmste Teil daran ist, wenn du irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt genug getradet, ich habe jetzt mein Vermögen soweit aufgebaut, jetzt lasse ich es liegen und nach einem Jahr will ich sie steuerfrei verkaufen. Das geht nicht mehr, weil dann alle Kryptowährungen, die du irgendwie hast, natürlich gewerblich infiziert sind. Ja. Bedeutet, das ist Betriebsvermögen und das ist nicht schön. Das heißt, immer Steuern zahlen. Das heißt aber, kann man das pauschal sagen, dass es immer nach Möglichkeit, sollte ich versuchen, dass das im privaten Bereich ist oder hat es auch irgendwelche Vorteile? Gut, also wenn es Betriebsvermögen so, ist, dann ist ja ein Gewerbebetrieb, dann kann ich mein Handy vielleicht noch als Geschäftsausgabe oder Investition absetzen. Oder? Also der Vorteil ist eigentlich gerade, also wir nehmen es in manchen Fällen sogar dankend an vom Finanzamt, dass die uns einen Gewerbebetrieb unterstellen, gerade jetzt auch im Bereich Staking oder Landing oder auch im Trading, weil das zum Beispiel auch Mandanten sind, die so schon ein sehr hohes Einkommen haben und die jetzt zum Beispiel natürlich auch bei uns eine Trading GmbH gründen und dann sagen wir, das nehmen wir dankend an. Dann kommen wir mit Rückwirkung von diesem Jahr, in dem Jahr noch, sag ich mal, 12 Monate, nächstes Jahr sind wir 8 Monate, in die GmbH rein und hätten dann, sag ich mal, keine 45% Steuerbelastung mehr, sondern zum Beispiel bloß noch eben 30% und dann läuft es weiter. Weil jeder, der sich, sag ich mal, mit dem Staking ja in irgendeiner Form befasst, der weiß, dass sind Renditen von 40-50% teilweise sogar pro Monat möglich. Und wenn man dann 10-15.000 Euro im Monat an Staking-Erträgen hat, dann will man die lieber mit 30% erstmal versteuern und den Zinseszins nutzen, als jetzt mit einem persönlichen Steuersatz von 45%.
Und okay. Das nehmen wir oftmals auch dankend an. Ja. Interessanter Punkt. Eine Frage noch. Only My Ads fragt gerade, kann ich auch gleichzeitig das gewerblich und privat machen? Also ist das irgendwie möglich oder heißt es entweder, okay, alle deine Tätigkeiten sind, also kann ich zum Beispiel sagen, ey, deine Bitcoin-Tätigkeiten waren jetzt gewerblich, aber Ether warst du so wenig gehandelt, das war jetzt privat. Nee, also das ist definitiv möglich sogar. Das machen wir auch, sag ich mal, oftmals, dass man sagt, okay, einen gewissen Teil, gerade die mit der Aufteilung, wo man sagt, okay, das ist wirklich bloß ein Buy-and-Hold-Strategie, Depot vielleicht in dem Fall, da sagen wir, okay, ist alles privat und bei denen, wo aber wirklich oft gehandelt wird, da sagen wir, okay, diesen Teil würde ich dann schon ins Gewerbe mit reinnehmen. Und man kann das auch wirklich selber trennen. Also ich sage mal, wenn man das trennen will, dann nimmt man eine Exchange, die lässt man meistens leer, das ist ganz wichtig, nimmt es bloß so als Durchlaufposten irgendwie und hat dann eine Wallet, die ist rein für den privaten Gebrauch sozusagen. Da legt man die drauf und macht es, wie ich glaube, nicht Warren Buffett war es ja, nee, Kostoljani war es ja, nimmt auf gut Deutsch die Schlaftabletten und schläft jetzt erstmal 20 Jahre und dann sieht man, was da draus geworden ist. Das hat er immer gesagt, wenn man Aktien kaufen will. Und ansonsten im anderen Fall hat man das Trading Depot, wo man immer hin und her handeln kann. Und das kann man sauber trennen. Wir reden jetzt die ganze Zeit ja gerade über Gewinne. Man kann ja auch Verluste damit machen. Da fällt mir gerade ein, da würde eine gewerbliche Tätigkeit unter Umständen ja vielleicht sogar zumindest punktuell vorteilhaft sein, weil die Anrechenbarkeit der Verluste natürlich interessanter ist. Natürlich macht das keiner mit der Absicht, jetzt dauerhaft Verluste zu machen. Aber nee, also das ist durchaus richtig. Also gerade diese Anrechenbarkeit der Verluste ist gerade ein massives Problem. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass man natürlich hier auf jeden Fall aufpassen muss, denn wie gesagt, im Privatvermögen, im Bereich der Anlage SO kann man hier wirklich nichts verrechnen. Das heißt, man hat hier eine Verlustfeststellung, kann ein Jahr zurücktragen oder unbegrenzt in die Zukunft. Das ist natürlich vielleicht möglich, wenn man in der Zukunft wieder massive Gewinne hat. Beim Gewerbebetrieb könnte man natürlich mit anderen Einkünften noch verrechnen. Das heißt, wenn das im privaten Vermögen ist, dann könnte ich das auch nicht mit meinem Gehalt beispielsweise. Nein, das zum Beispiel nicht, genau. Das ist, wie gesagt, der wichtige Punkt. Und dessen muss man wirklich auch dann wissen. Und vor allem eine wichtige Sache, was viele auch unterschätzen, ist, wenn man schon mal eine Steuererklärung abgegeben hat, dann ist das in diesem Fall kein Fall, wo man sagt, man kann noch mal zurück und dann durch eine Selbstanzeige eventuell das Ganze ausbessern, sondern in dem Fall ist es wirklich so, dann bleibt man auf den Verlusten sitzen, weil die können nicht mehr verrechnet werden, weil es hier keine Änderungsmöglichkeit des Bescheides mehr gibt. Das ist ein häufiges Problem, was wir auch bei manchen Selbstanzeigen haben, die wir betreuen, dass da natürlich Verluste gerade im Raum 2017, 2018 entstanden sind und diese Verluste, auf denen bleibt man halt einfach sitzen. Gut, ist jetzt natürlich, aber das wäre zumindest mal ein Vorteil fürs Gewerbe. Das Ganze einen Überblick zu behalten, gerade wenn du sagst ja hier, keine Ahnung, hunderte, tausende Trades, wie soll man denn da steuerlich Übersicht behalten? Gibt es da Tools für? Gibt es da irgendwas, was du empfiehlst, wenn ich jetzt 100-mal im Monat Kryptowährung kaufe und wieder verkaufe? Soll ich denn da um Himmels Willen jemals einen Überblick über irgendeine 365-Tage-Regel behalten? Also das ist im Großen und Ganzen genau das Problem, was wir aktuell haben. Es gibt einige Tools. Also es gibt zum Beispiel Cointist. Cointist noch nicht. Das genau, noch nicht. Genau, nee. Also es gibt im Grunde Coinly, Accounting, Crypto, Cointracking. Das sind, sage ich mal, so Tools, die man nutzen kann. Dort hinterlegt man seine ganzen, sage ich mal, Wallets, Börsen und alles via API-Schnittstelle zum Beispiel oder lädt die CSV-Dateien dort hoch. Dort kann man das alles nachverfolgen. Nutzen wir zum Beispiel auch bei unseren Mandanten. Wir nutzen aktuell überwiegend Cointracking, weil dort die größte Anzahl an Börsen ganz einfach dahinter steckt. Und dementsprechend ist es so, dass wir damit, wie gesagt, alles tracken. Auch unsere Trading GmbHs tracken wir aktuell damit, weil, wie gesagt, man kann alles, alle Börsen, alle Wallets irgendwo anschließen und auch Cake DeFi ist mittlerweile möglich. Also Decentralized Finance Apps sind aktuell möglich. Und vor allem daher gibt es ein paar gute Sachen. Man muss aber aufpassen, denn das muss man auch sagen, nicht jedes dieser Tools ist zu 100% akkurat. Gibt immer wieder Abweichungen, gerade vor allem bei den Währungsthematiken, also jetzt nicht von Bitcoin auf Euro, sondern weil auch oftmals durch US-Dollar oder durch ausländische Währungen durchgerechnet wird. Und dann gibt es halt manchmal leichte Abweichungen. Da muss man da aufpassen, genau. Und die Verantwortung, rechtliche Verantwortung liegt wahrscheinlich bei mir, dann, wenn ich das nutze und das Tool funktioniert nicht oder ich... Gibt es vielleicht gar keine Tools für das, was ich da gerade vorhabe, dann ist das aber mein Ding. Genau, richtig, ja. Leider.
Das heißt, bevor ich da 10.000 Mal im Jahr hin und her trade, muss ich mir erstmal eine Lösung ausdenken, wie ich das dann irgendwie... Im besten Fall, ja. Ja. Gut, du wirst wahrscheinlich auch Beispiele haben, wo das nicht der Fall ist, wo man dann nachträglich das aufwendig irgendwie machen muss oder nicht. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, wir haben auch Fälle, wo wir teilweise wirklich versuchen, jetzt das irgendwie hinzubekommen, aber es gibt Fälle, da ist es einfach nicht möglich. Also da gibt es dann im schlimmsten Fall das, was man sagt, okay, was wurde am Anfang des Jahres reingesteckt und was steht am Ende des Jahres auf dem Auszug und dann wird es versteuert. Ist zwar die unschöne Lösung, aber anders kommt man teilweise nicht hin, weil selbst wenn das Finanzamt sagt, ja, wir sind es mal kulant, dann fliegt es eigentlich sofort raus. Fred Feuerstein hat noch eine relativ interessante Frage, an die ich mich gleich anschließen möchte. Ist, er fragt, wenn man einen Avado als Staking-Computer für 1.300 Euro gekauft hat, den man nur für das Staking nutzt, besteht ein Risiko bei der Angabe in der Erklärung, deshalb als gewerblich eingestuft zu werden. Das heißt, wenn ich da gleich so ein Setup habe. Kurz anschließend will ich auch gleich, bevor ich die Frage quasi an dich gebe, ist generell, was ist mit Kosten, die ich habe, quasi um diese Einkünfte zu generieren? In welchem Umfang kann ich die geltend machen? Also grundsätzlich ganz klare Antwort, das ist ein Punkt, was beim Kryptowährungsbereich Mining grundsätzlich sehr interessant ist und bei allen anderen Bereichen im Bereich Krypto auch. Es spielt keine Rolle, ob Betriebsvermögen, ob gewerblich oder, sage ich mal, Anlage SO, man kann grundsätzlich alles gegenrechnen, sei es Werbungskosten oder als Betriebsausgaben. Auch ASIC-Miner, Avado-Computer oder sonstiges, je nachdem, was du hast fürs Mining, kannst du steuerlich geltend machen. Also du kannst alle deine Kosten, wie gesagt, Betriebsausgaben oder Werbungskosten komplett geltend machen. Und das gilt auch für Transaktionskosten, oder? Auch für Transaktionskosten, ja. Genau. Also das ist zum Beispiel auch was oftmals vergessen wird, ist, wir reden hier nicht nur über die Anschaffungs- und Veräußerungskosten, also die Tradinggebühren, die du dafür hast, sondern auch, wenn du es von Wallet zu Wallet schiebst. Das sind natürlich auch Kosten, die dann steuerlich geltend gemacht werden können. Genau. Das heißt, das kann ich quasi alles gegenrechnen. Und es kommt so ein bisschen so eine andere Frage noch. Gerade dieses Jahr hat sich ja gerade bei Computer was einiges verändert, was die Abschreibung betrifft, weil ich die jetzt nicht mehr großartig abschreiben muss, sondern sofort in Aufwand packen muss. Das heißt, wenn ich da jetzt ambitioniert bin, könnte ich jetzt ja im Dezember auch noch hingehen und irgendeinen Computer oder Server oder wie auch immer einkaufen, die auch sofort im gleichen Jahr quasi als Aufwand nutzen. Genau, richtig. Also es ist immer so, ich bin mir nicht sicher, ob zwar diese Digital AFA auch ASIC-Miner oder Mining-Hardware gemeint ist, aber in unserem Fall, wir packen wirklich da alles mit rein, weil wir sagen, ein Jahr AFA einfach aus dem Grund, weil es auch ein digitales Projekt ist und dementsprechend, wir packen das alles mit rein. Steff fragt, gewerblich versteuerte Mining-Erträge laufen direkt in das private Wallet rein und bleiben da liegen. Muss man die Kursgewinne dann im Jahr danach versteuern oder... generell vielleicht zum Thema Kursgewinne und was man versteuern muss. Also beim Mining ist es so, da musst du auch natürlich die Einnahmen dann versteuern, die dir zufließen. Und wenn du sagst, du machst eine private Wallet, dann ist es eine private Entnahme. Bedeutet, die müsstest du theoretisch, wenn du auch nochmal eine Kursdifferenz war, auch nochmal aufzeichnen. Das heißt, es könnte da theoretisch, wenn du eine Woche wartest, der Kurs ist um 10% gestiegen, dann müsstest du diese 10% auch noch versteuern. Und ansonsten natürlich im Privatvermögen ein Jahr warten und dann steuerfrei veräußern. Das ist, sage ich mal so, das, was wir dann in der Praxis immer handhaben, machen. Okay. Genau. Das heißt aber jetzt gerade Kursgewinne oder sowas oder Schwankungen oder so, das hat steuerlich erstmal keine Auswirkungen. Genau, richtig, ja. Eine Frage, die ich vorab schon bekommen habe, ist auch, finde ich, relativ interessant. Wie wird generell Cashback steuerlich behandelt? Mhm. Macht das einen Unterschied, wenn das irgendwie in irgendeiner Kryptowährung ausgezahlt wird? Grundsätzlich nein. Also da ist die ganz klare Regelung, wenn es im Privatvermögen ist, dann, sage ich mal, ist es genau wie Payback-Punkte oder Ähnliches, sage ich mal, völlig zu vernachlässigen. Im Betriebsvermögen, wenn es, sage ich mal, eine Debitcard fürs Unternehmen ist, dann natürlich in dem Fall auf jeden Fall als Einnahme zu versteuern. Eine Frage, die jetzt reinkommt, die ich vor allen Dingen vorlesen muss, wir haben sowas Ähnliches in die Richtung zwar gerade drüber gesprochen, aber da Christoph Backhaus gefühlt jedes Video immer kommentiert, muss ich seine Frage vorziehen. Er fragt, was mit den Stromkosten ist beim Mining, ob er die von der Steuer absetzen kann oder gegenrechnen kann. Also in dem Fall ist es wirklich so, ja, kann man. Also man kann alle Kosten, egal ob Laptop, Handy, Strom, Stromzähler, theoretisch, wenn man ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hat, auch natürlich das Arbeitszimmer mit reinnehmen. Wichtig, bloß aufpassen, Thema gewerbliche Infizierung des Eigenheims oder sowas, das natürlich Betriebsvermögen werden kann. Ansonsten wirklich, man kann alles mit reinnehmen, wenn es irgendwie aufgeteilt wird. Wie gesagt, auch Miete, Strom, Grundsteuer, alles, wie gesagt, wenn du es natürlich sauber durch ein Arbeitszimmer abtrennen kannst.
beantwortet Fred dann auch deine Frage, die haben wir eben nämlich schon gehabt. Aber auch das beinhaltet selbstverständlich auch die Computer und so weiter, die du anschaust. Genau, richtig. Wie sieht das mit Play to Earn aus? Werden hier die Gewinne erst dann relevant, wenn die verdienten Token in Fiat-Währung umgetauscht werden? Hat das mit Staking zu tun? Also grundsätzlich ist es da ganz klar so. Grundsätzlich nochmal, es spielt keine Rolle, ob am Ende Euro, Dollar oder sonst irgendwas steht oder Bitcoin. Es muss dann versteuert werden bei Zugang auf der Wallet. Das ist, sag ich mal, Zugang auf der Wallet, Zugang auf der Exchange, das ist, sag ich mal, dieser klassische Weg. Und auch bei Play to Earn ist es so, auch das ist eine steuerpflichtige Einnahme. Im kleinen Bereich, sag ich mal, auch sonstige Einkünfte als Leistungen. Wenn man es natürlich professionell macht, dieses Play to Earn, dann kommt natürlich auch hier eine gewerbliche Tätigkeit rein. Das ist natürlich auch ein Thema, wo man sagt, okay, da sollte man drauf aufpassen, weil das können so diese kleinen Fallen sein, wo man ja auch hat, zum Beispiel, es gibt ja so viele, ich glaube, das nennt sich Click-Jobs mittlerweile, wo Leute mittlerweile auch sehr, sehr gut verdienen, dadurch, dass sie nur bestimmte Click-Tätigkeiten ausführen. Auch da natürlich der Hinweis, auch das kann am Ende gewerblich sein. Auch da, wenn Gewinnerzielungsabsicht besteht? Oder gibt es sonst noch irgendwas, was ich da beachten muss? Also da reicht, wie gesagt, auch die Gewinnerzielungsabsicht. Dann gibt es noch so das spannende Thema, was man immer wieder hört, so diese ganzen tollen Steuertricks, gerade in Bezug auf Kindern oder so, was ja auch häufiger so der Fall ist, keine Ahnung, wenn ich jetzt Geld anlegen möchte und ich bin gerade selbst erst vor 2 Monaten Vater geworden und ich möchte Geld für meine Tochter anlegen, was sie dann irgendwann später mal für Studium, Führerschein und so weiter benutzen kann. Gebe ich ihr Geld und sie kauft jetzt, keine Ahnung, MSCI World ETF und so weiter. Geht sowas grundsätzlich auch mit Kryptowährungen, um da eventuell irgendwelche Freibeträge und so weiter von den Kindern zu nutzen? Grundsätzlich, sag ich mal, ja, geht schon. Also in dem Fall ist es wirklich so, man kann natürlich auch für die eigenen Kinder eine Wallet einrichten. Ganz wichtig ist bloß, und das ist das Hauptproblem bei den Wallets, ist, da steht kein Inhaber dahinter. Bei einem klassischen, ich sag mal, Depot, das man vielleicht bei seiner Hausbank hat oder bei einer Direktbank für die Tochter, für den Sohn, ist es so, da hast du ja den Depotinhaber, ist das Kind, und der Verwalter ist dann die Eltern. Das hast du aber bei einem, in dem Fall gewerblichen, Bitcoin-Depot oder ähnlichem, hast du das ja nicht. Da steht ja nicht dahinter, wem das gehört. Da sollte man wirklich dann dafür sorgen, dass man nachweisen kann, okay, ich habe heute diese Token oder diese Coins an meine Tochter oder meinen Sohn geschenkt und damit gehören die meinem Sohn oder meiner Tochter. Das ist natürlich eine ganz klare Ansage, die man machen muss. Genau. Und da, es ist grundsätzlich möglich, man muss es nur sauber dokumentieren. Wir haben nämlich einen Fall auch in der Vergangenheit gehabt, der hat im Jahr 2011 in Bitcoin investiert, sehr große Mengen damals, und hat dann 2012 und 2013, ich glaube, ich weiß nicht, 100 oder 200 Bitcoin auch auf seine Kinder übertragen. Und das Problem war bloß, die Kinder waren damals auch nur nicht geschäftsfähig, weil sie auch unter 7 waren. Dementsprechend, es wurde nicht durch einen Rechtspfleger oder sonst irgendwas, sage ich mal, auch bestätigt. Und da ist es gerade das rechtliche Problem, dass es keiner nachweisen kann, ob das eine echte Schenkung war. Das ist natürlich so ein Thema. Und heute, wenn man sagt 100, 200 Bitcoin, das ist ein bisschen was wert. Reicht schon für einen Führerschein. Genau. Und damals waren es, ich glaube, 500 oder 600 Euro. Und heute sind es halt mehrere Millionen. Und jeder weiß, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, die Freibeträge liegen EU pro Elternteil bei 400.000 Euro. Das heißt, heute ist es ein bisschen unschön. Aber da muss man, wie gesagt, aufpassen. Gut. Ja. Das heißt, wenn man das macht, dokumentieren heißt idealerweise ganz normal für Vertrag, eventuell Familiengericht oder je nachdem, den man da... Korrekt, genau, richtig. Ja. Bei solchen Volumen auch natürlich ganz wichtig, vielleicht eine Schenkungsanzeige beim Finanzamt machen. Das sind 2 Zeilen, den schickt man hin. Heute habe ich meiner Tochter, meinem Sohn, keine Ahnung, 1, 2 Bitcoin auf das private Wallet überwiesen zu Wert XY und dann ist es beim Finanzamt gespeichert. Das ist ganz wichtig. Genau, und damit hätte man zumindest die steuerliche Pflicht erfüllt. Okay, eine gute Frage ist auch noch, wie ist das bei Gewinnen durch selbst erstellte NFTs, wie ist das steuerlich zu behandeln? Und genau, die nächste Frage, genau das, ist das genau das gleiche wie bei Play to Earn oder gibt es da irgendwas anderes noch irgendwie zu beachten? Also NFTs ist ein ganz schwieriges und vor allem auch ganz komplexes Thema, weil da sehr, sehr viele Folgen dran hängen. NFTs grundsätzlich, sage ich immer wieder, wenn man jetzt einen NFT so erstellt, einfach um den in der Masse zu vertreiben, dann ist man natürlich gewerblich tätig. Also grundsätzlich als NFT-Ersteller gibt es 2 Möglichkeiten, entweder gewerbliche Tätigkeit oder selbstständige Tätigkeit als Autor, Künstler oder ähnliches. Ja. Und wenn du dann, sag ich mal, gewerblich bist, dann hast du natürlich hier einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, musst natürlich auch die Steuern einbehalten, du musst natürlich die Steuern auch zahlen. Da gibt es keine, wenn du hingegen als Künstler das Ganze machst, dann bist du selbstständig tätig, als Freiberufler.
kann natürlich aber hier auch ganz wichtig Probleme nach sich ziehen, komme ich jetzt gleich dazu. Und die dritte Variante ist, du kaufst einen NFT und verkaufst ihn wieder, dann gelten die grundsätzlichen Regelungen innerhalb eines Jahres, persönliche Steuersatz und so weiter und nach einem Jahr steuerfrei. Problem ist, wenn du NFTs erstellst und diese dann verkaufst, wenn du sie, wie gesagt, hier Schnipsel irgendwie von irgendwie zu dir anderen ja, Kunstwerken oder so zusammenbastelst, dann bist du gewerblich. Hier gibt es aber ein Problem, und zwar, das ist die Umsatzsteuer. Die haben viele vergessen, dass natürlich diese Wirtschaftsgüter und diese Kunstwerke natürlich in bestimmten Fällen natürlich 7-19% Umsatzsteuer mit auslösen können. Und natürlich, das natürlich auch auf die Rendite geht. Als Künstler, als Freiberufler hast du zwei große Probleme. Das ist natürlich einmal die Künstlersozialkasse und eventuell der Verlust der freiberuflichen Tätigkeit, wenn du zu viele NFTs verkaufst, weil du dann gewerblich tätig sein kannst. Also das sind so, NFTs ist gerade ein ziemlich heißes Thema, da gibt es auch noch keine abschließende Meinung, weil ja das Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist, deswegen haben wir auch noch keine Meinung des Finanzamtes oder der Finanzverwaltung an der Stelle, aber grundsätzlich sehr, sehr kritisch wirklich aufpassen, gerade wie gesagt Künstler aufpassen wegen der Künstlersozialkasse, weil wenn sie gewerblich sind, dann fliegen die aus der Künstlersozialkasse raus und natürlich auch Verlust der freiberuflichen Tätigkeit, Gewerbesteuer, natürlich diese ganzen Folgen mit dazu und das, wie gesagt, ist ein kritisches Thema aktuell und natürlich grundsätzlich Umsatzsteuer. Wie ist das denn, wenn ich das jetzt gerade in dem Bereich irgendwie bin, wie halte ich mich denn am besten am Laufenden? Mhm. Ich muss natürlich hier YouTube-Kanal Steuern mit Kopf auf jeden Fall abonnieren, aber gerade weil gerade in dem Bereich passiert ja auch noch wahnsinnig viel. Wie kriege ich das denn mit als Normalsterblicher? Also, grundsätzlich sagen wir so, wenn es um Steuern geht, einfach in der Krypto-Gruppe auf Facebook beitreten. Wenn es da auch nur eine kleinste Änderung gibt, dann ist die, habe ich manchmal das Gefühl, bevor das überhaupt die offizielle Pressemitteilung von irgendeinem Ministerium rausgeht zum Kryptowährungsthema, hat man die Information schon in der Facebook-Gruppe drin. Das heißt, da natürlich ganz wichtig, sich auf dem Laufenden halten. Grundsätzlich natürlich auch, es gibt einige Experten, also auch gerne bei uns melden, wenn ihr euch da natürlich Fragen zum Thema Steuern habt. Ansonsten auf dem Laufenden halten, gibt es eigentlich so nicht wirklich viele Möglichkeiten, außer wie gesagt, man schaut bei euch vorbei, wenn ihr euch da natürlich mit dem Thema befasst oder natürlich auch bei uns gerne auf dem YouTube-Channel mal vorbeischauen. Und natürlich noch mehr Eigenwerbung, Instagram oder Ähnliches auch mal abonnieren. Aber ansonsten ist es echt schwierig, weil, wie gesagt, das Thema Nischenthema ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch leider sehr, sehr viele Halbwahrheiten gibt im Internet dazu. Aber grundsätzlich, wenn man sich da auf dem Laufen hält, auch BTC Echo gibt es ja als Zeitschrift oder als Plattform auch. Solche Sachen, wenn man abonniert, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite. Und wenn es dann nur eine kleinste Änderung in Deutschland geben sollte, dann weiß man es sowieso sofort. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so das Gefühl, ist dann immer so ein Riesendrama alle paar Wochen oder Monate. Dabei sind das bisher auch nur Überlegungen. Das heißt, man sollte bei all diesen Dingen auch immer erstmal überlegen, in welchem Stand ein mögliches Gesetz oder eine mögliche Entscheidung oder den Erschreiben überhaupt ist, ob das einfach nur eine Forderung von irgendjemandem ist oder ob das tatsächlich schon entschieden und rechtskräftig und gültig genau, ist. Genau, richtig. Eine Frage, die ich auch vorab schon bekommen habe, die ich auch ziemlich interessant fand, ist gewesen, bei Airdrops werden die Tokens einfach auf ein Wallet gesendet. Für mich wirkt das wie eine Schenkung. Wie sieht das steuerlich aus? Ist aber so schön auf der einen Seite und schön auch auf einer anderen Seite. Das BMF hat sich mit dem Thema auch befasst. Und zwar da ist der Punkt, solange du, klassischerweise habe ich bei mir auch diese Ethereum-Adresse, auf der sich irgendwie gefühlt jeder Token, den es irgendwann mal gab, ansammelt, da ist es so, das wäre grundsätzlich steuerfrei. Bedeutet im Großen und Ganzen, diese Airdrops, die da stattfinden, völlig zu vernachlässigen, müssen auch nicht in irgendeiner Steuererklärung angegeben werden. Problematisch sind aber die Airdrops, die, sag ich mal, wo du deine E-Mail-Adresse, deine Wallet-Adresse oder irgendwas hinterlegen musstest, weil da hat das BMF auch ganz klargestellt, wenn das der Fall ist, dann ist das eine Leistung und eine Gegenleistung. Dementsprechend ist der Airdrop bei Zugang auf der Wallet zu versteuern. Und das ist natürlich nicht so schön. Also deswegen immer aufpassen, wirst du aktiv, musst du Steuern zahlen, bist du passiv, musst du keine Steuern zahlen bei Airdrops. Okay. Das ist ja relativ einfach mal zu merken. Aber grundsätzlich natürlich aufpassen, das Thema Schenkungen ist durchaus relevant. Wenn du mal einen Airdrop über 20.000 Euro bekommen solltest, dann ist auch dieser steuerpflichtig im Rahmen der Schenkungssteuer. Also da natürlich aufpassen. Also deswegen, die Annahme, dass das wie eine Schenkung ist, ist dann schon ist richtig. Korrekt. Und wenn es dann mal 100.000 Euro wären, dann gut, dann löst das natürlich die Schenkungssteuer. Genau. Auch eine gute Frage. Bruxo schreibt, mein Steuerberater hat bisher nie gefragt, ob ich im Kryptobereich etwas mache. Muss ich meinen Steuerberater aktiv informieren? Ja, ich sage mal so grundsätzlich ja.
Das ist also so, was kann man jetzt live da nur, da kann man die falsche Antwort geben, so gefühlt. nein, aber grundsätzlich ja, schon, und zwar aus einem Grund. Für solche Themen ist der Steuerberater auch von der Haftung freigestellt. Das ist ein kurzer Exkurs meiner Steuerberaterhaftung. Im Normalfall lässt sich der Steuerberater auch einen Steuerberatungsvertrag oder auch eine Vollständigkeitserklärung unterschreiben. Und da steht ganz klar drin, er haftet nur für die Dinge, die du ihm mitgeteilt hast. Und wenn du ihm jetzt zum Beispiel hier auch nicht gesagt hast und du sogar weißt, dass es steuerpflichtig ist, wenn du es nicht gesagt hast, dann bist du voll in der Haftung drin und dann kommt, dann wie gesagt, bist du am Ende der ja, das Problem hat und grundsätzlich natürlich, wenn es steuerpflichtig ist, muss es eh angegeben werden. Ja, sowieso bei alles. Haben wir tatsächlich auch so ein paar Fälle. Ich bin ja schon ein paar Jahre auch in der Steuerberatung, wo dann irgendwo noch Immobilienvermögen aus Osteuropa irgendwo da ist, was Einnahmen generiert und sowas. Ja, wenn das bewusst verschwiegen wird, dann ist ja, ja. Jetzt nicht so, dass der Steuerberater Detektiv als Beruf ist und dafür verantwortlich ist, alles herauszufinden. Auf der anderen Seite gehört es natürlich schon auch irgendwie dazu, das mal abzufragen, was man sonst so an Einkünften oder Quellen hat. Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich auch recht spannend, und zwar, das hatte ich auch, und zwar ist halt die Frage, wen fragt man zum Beispiel nach Kryptowährungen? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist ein Thema so von 12 bis 20 oder bis 25 oder bis 30, sondern ich hatte auch schon mal eine 70-jährige Frau in der Beratung da, die mir dann gesagt hat, ja, sie hat 4-5 Bitcoin eben, wo ich dann auch da saß, so, ja, gute Frau, ja, meine Enkel haben gesagt, ich sollte, ich weiß nicht, 18, soll ich mal kaufen, und nachdem er Rente eh so schlecht war, habe ich gesagt, ja, Gold kannst du eh nicht kaufen, also habe ich meine Enkel mal Bitcoin kaufen geschickt. Und ja, das haben wir auch erst später erfahren. Ich meine, war dann auch nicht steuerpflichtig für uns, aber die war natürlich dann irgendwann ganz stolz, hat sie es erzählt. Ja, sie hat 5 Bitcoin. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ältere Dame mit 70 jetzt auch noch eine Selbstanzeige, weil sie vielleicht steuerpflichtige Veräußerungsgewinne hat. Aber wen fragst du danach? Wie gesagt, die Frage, wen fragst du zum Beispiel nach Immobilien im Ausland? Wen fragst du nach einem Depot im Ausland? Wenn der immer nur seine Anlage N hat, vielleicht eine Anlage V und V in Deutschland, da fragst du auch nicht nach einer Limited in England oder sowas. Das ist halt, ich muss persönlich würde meine Mutter auch nicht fragen, ob sie noch ein paar Bitcoin liegen hat, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass sie nicht das genau weiß, was sie ist. Aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ja. Nee. Ansonsten auch eine gute noch eine Frage zum Thema Airdrops, weil gerade vielleicht auch noch ein Missverständnis oder noch nicht hundertprozentig klar. Aber was kann ich die Airdrops nicht auch einfach für ein Jahr halten und dann sind sie steuerfrei? An der Stelle ist, wenn du quasi keine Gegenleistung hast, hat Roland ja gesagt, dann ist es sowieso steuerfrei. Genau, außer richtig. Eventuell Schenkungssteuer ist relevant, aber dann zahlst du ja sowieso keine Einkommensteuer darauf. Genau, aber wie ist das, wenn ich zum Beispiel die E-Mail-Adresse angebe, also wenn es eine Gegenleistung gibt? Dann musst du es als sonstige Einkünfte, in dem Fall als Leistungen auch versteuern, genauso wie Staking oder Ähnliches, genau. Aber dann könnte ich es theoretisch auch ein Jahr, dann gehen wir die ein Jahr wieder. Genau, und dann nach einem Jahr den Veräußerungsgewinn steuerfrei mitnehmen. Schön. Fried beschwert sich noch einmal, dass man irgendwie alles in Euro umrechnen muss und das irgendwie immer und man am Ende irgendwie alles versteuern muss. Ja, das ist das Steuerrecht, denke ich mir auch. Dass meine Selbstständigkeit könnte auch ruhig mal steuerfrei sein. Denke ich mir auch oft genug. Ja, es ist halt leider so. Beziehungsweise man muss ehrlicherweise sagen, mit dem einen Jahr und Veräußerungsgeschäft ist das ja schon sehr einfach und dankbar. Ja, ist immer so, das stimmt schon. Also wie gesagt, das ist, gibt gerade, also ich, wir haben auch oftmals, sag ich mal, auch mit ausländischen Investoren zu tun, eben aus Amerika, aus Kanada oder auch aus Russland, die halt Immobilien in Deutschland kaufen oder auch, sag ich mal, Beteiligungen in Deutschland haben. Und wenn die dann hören, dass Immobilien bei uns nach 10 Jahren steuerfrei sind, dann sind sie natürlich überglücklich und sagen, mein Gott, ich kaufe mich noch mehr in Deutschland ein. Und nach 10 Jahren verkaufe ich die wieder steuerfrei. Also da sind wir manchmal schon ein bisschen auch sehr, sehr glücklich mit unseren steuerfreien Möglichkeiten. Die gibt es so im Ausland nicht, das muss man auch wissen. Genau. Ja. Ansonsten auch eine, also nicht direkt gestellte Frage, aber suggeriert das so ein bisschen. Alexander Knopf fragt nämlich, wenn er Coins hat und jede Transaktion müsste er ja hin und her tauscht und so weiter, müsste er jede Transaktion in Euro umrechnen. Und man handelt ja nicht immer direkt irgendwie mit Euro, das heißt, hat nicht immer so den echten Wert tatsächlich da. Wer kann das überhaupt eigentlich richtig machen und wer kann das anschließend überhaupt vernünftig prüfen, wenn auch die Tools, die da sind, vielleicht auch nicht immer korrekt sind? Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe tatsächlich 6.000 Transaktionen, Käufe und Verkäufe pro Jahr. Wie mache ich es denn, wenn ich jetzt schon weiß, das kriege ich nie richtig hin? Also
es ist ja, da ist man ja irgendwann an einem Limit. Was ist denn die Grenze, wo ich es mache? Muss ich jetzt wirklich per Hand alles per Excel hinsetzen und ein Jahr Trading, 3 Jahre nacharbeiten, damit ich steuerlich da keine Probleme kriege? Oder wann ist denn die Grenze erreicht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie alles gemacht? Also ich sage es ganz ehrlich, Meinung der Finanzverwaltung, ja, es muss jeder einzelne Trade muss komplett nachgewiesen werden. Das ist einfach, wie gesagt, die Meinung der Finanzverwaltung. Das ist auch korrekt. Das ist mein, kennen wir auch aus der Buchhaltung, keine Buchung ohne Beleg. Und es muss alles sauber erfasst werden. Auch ja, es muss jede Transaktion, auch wenn sie über 4, 5 Coins durchgerechnet werden muss, muss in Euro umgerechnet werden. Das ist leider auch so. In Deutschland ist normal einfach Euro das gesetzliche Zahlungsmittel. Und ja, wie gesagt, die Frage ist halt, wer prüft es nach? Also ich meine, ich bin ja, wie gesagt, seit 2016 in diesem Bereich tätig, beziehungsweise erste Berührungen hatte ich mit Mandanten 2015, glaube ich, der gesagt, hey, ich habe da Bitcoin gekauft und habe jetzt verkauft, was muss ich denn in der Steuererklärung was machen? Und ich sage mal so, gefühlt ist eine Woche in der Welt der Kryptowährungen gefühlt wie 10 Jahre in der analogen Welt. Und genauso ist es auch, also diese Welt entwickelt sich so massiv weiter, also 2017 waren Cointracking-Tools oder ähnliches, waren wirklich teilweise nicht nutzbar, weil sie einfach so fehlerhafte Angaben hatten. Mittlerweile laufen diese Tools so gut. Es gibt andere Tools, die mittlerweile auch in dem Bereich aktiv sind. Es entwickelt sich einfach so schnell weiter. Und du kannst ja immer die Vergangenheitsdaten dann wieder einspielen und sagen, okay, damals hat es zwar nicht funktioniert, heute funktioniert es. Wie gesagt, auch jetzt, um bei Cointracking zum Beispiel mal kurz zu erwähnen, letztes Jahr wurde DeFi, vor allem Cake DeFi, rausgebracht von Julian Hosp. 3 Monate oder 4 Monate später wurde das dort angebunden. Also sie entwickeln sich auch so schnell weiter, weil die halt sagen, okay, die sehen den Bedarf, sehen, da wollen viele Kunden hin, dann laufen die den Kunden nach, entwickeln diese Schnittstelle und schon ist es da. Und ja, die Finanzverwaltung, die wird es halt irgendwann mal prüfen lassen. Wie gesagt, ich meine, wir wissen es von IBM, Intel, Amazon, Google und allen möglichen mit Quantenrechnern, die können das alles nachtracken und dann wird halt das irgendwann mal lizenziert und dann sagt der Finanzbeamte, okay, Wallet-Adresse, Public Address XY, bitte einfach danach prüfen und dann werden dort alle Transaktionen irgendwie nachgeprüft. Ich meine, das kennen wir ja selber auch aus der Buchhaltung. Wenn man sich überlegt, wie haben wir vor 10 Jahren die Buchhaltung gemacht, das war im Großen und Ganzen nicht mehr zu vergleichen mit dem, wie wir es heute machen, mit zum Beispiel Dativ, Lerndateien, Schnittstellen zu Bankkonto, PayPal, mittlerweile auch Amazon und ähnliches. Das ist alles möglich und das entwickelt sich so schnell weiter. Und wie gesagt, in 10 Jahren sagt der Finanzbeamte, macht einen Klick und hat alle Daten. Heute muss er sich vielleicht noch durch 1000 Seiten Trading History durchquellen. Das heißt aber, ich kann jetzt auch nicht irgendwann sagen, okay, jetzt mehr ging halt nicht. Nein. Und dann mich zurücklehnen, weil ich sage, okay, ich habe jetzt Freifahrtschein, weil ich mich bis zu einem gewissen Grad angestrengt habe und trotzdem nicht erfolgreich war. Schade. wär auch untypisch für Deutschland gewesen. Wär auch schön für die Buchhaltung, wenn das so wäre. Wenn man sagt, okay, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen versucht, hat nicht geklappt, passt schon. Ja, stimmt schon. Nee. Fred schreibt nochmal, bitte noch einmal auf die Haltedauer der ETH Staking Rewards sagen. Versteuern mit persönlichen Steuersatz bei Erhalt und danach sind sie dann steuerfrei oder muss ich die bei Veräußerung nochmal versteuern? Also im Großen und Ganzen musst du mehrmals aufpassen. Erstens mal, du kriegst einen Staking Reward. Dieser Staking Reward, der wird im Grunde versteuert bei Einnahme. In dem Fall, wenn du jetzt den nicht ins Staking wieder schickst, ist es ein Anschaffungsvorgang, der ist nach einem Jahr steuerfrei. Schickst du den ETH wieder ins Staking, beginnt für den eine 10-jährige Spekulationsfrist. Und dann müsstest du halt wieder, aber nur die Differenz versteuern. Das ist ganz wichtig, das ist immer wieder ein Diskussionsthema. Du musst nicht die Differenz versteuern, also du musst nicht den vollen Coin zweimal versteuern, sondern versteuerst einmal die Einnahme und dann die Differenz, zum Beispiel der Kurs, weil der gestiegen ist, zum Beispiel 10%, darauf musst du nochmal dann Steuern zahlen. Immer der persönliche Steuersatz, ganz wichtig. Wir nähern uns quasi dem Ende. Wir können auch 3 Fragen gerne sagen. Bruxo muss ich einmal selber antworten, weil so diese Frage, weil er sagt, oh Monero, da kann das Finanzamt das noch nicht nachprüfen, wie reagiert dann die Finanzbeamten? Ich vergleiche das immer ganz gerne. Wenn du in der dunklen Gasse jemanden umbringst und sieht keiner, dann ist er trotzdem verboten. Also nur weil etwas jemand nicht heute sofort nachprüfen kann, heißt ja nicht, dass du es darfst.
Und nur weil von außen etwas nicht sichtbar ist oder jemand das vielleicht nicht sieht, es ist aber nicht erlaubt ist, heißt es ja nicht, dass du es trotzdem machen kannst. Natürlich, Steuerhinterziehung funktioniert ja auch ständig, zumindest begrenzt irgendwie. Aber es ist ja halt nichts, was trotzdem ratsam wäre, so rein praktisch gesehen. Genau. Ja, ja also. Und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemals, muss ich ganz ehrlich sagen, das sage ich auch jedem Mandanten, der eben dieselbe Frage stellt, ich würde niemals mit Kryptowährungen Steuerhinterziehung begehen, aus einem einfachen Grund, weil die Blockchain unveränderbar alle Daten bis in alle Ewigkeit speichert. Und das ist das Problem. Man heutzutage, wie gesagt, immer Stand jetzt ist vielleicht Monero ja völlig anonym. Das hatte man damals, glaube ich, mit VeChain war das, glaube ich, auch. Dachte man auch, völlig anonym. Dann ist irgendwann rausgekommen, dass die Daten irgendwo gespeichert werden. Das kann jederzeit passieren. Und auch Monero kann theoretisch, es kann jede Kryptowährung, könnte theoretisch irgendwann in der Zukunft gehackt werden. Davon muss man einfach ausgehen. Ja, so schön, gab es damals diesen Film aus den 90er Jahren, kein System ist sicher. Ja, genau. Also deswegen generell, das ist, also ich höre das witzigerweise, bei Kryptowährungen höre ich das viel häufiger. Mhm. Aber das ist halt, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber wenn der Handwerker dir einen extra Discount gibt, wenn du ihn bar ohne Rechnung bezahlst, geht schon. Die Frage ist nur, wie lange geht das und welches Risiko gehst du dabei ein? Genau, richtig. Aber rein praktisch gesehen geht das schon. Die Frage ist nur, willst du dich da bewegen? Und das ist irgendwie gefühlt für viele Menschen absolut logisch. Bei Kryptowährung ist gefühlt, ist die Frage omnipräsent, wer kriegt denn das raus? Aber das sollte eigentlich gar nicht die Frage sein. Ja. Dann haben wir noch, so, drei Fragen haben wir noch. Zum Thema FIFO. Wenn ich einen Coin bei einer Börse X kaufe, diesen dann auf meine Hardwallet transferiere und nach 366 Tagen auf eine andere Börse Y transferiere und dort verkaufe, gilt das als steuerfrei? Grundsätzlich ja. Und zwar, weil du immer denselben Coin hast. Und ein Wallet-Transfer löst keine weitere neue Anschaffung aus. Ausnahme wäre, und das ist das, was man da aufpassen muss, wenn auf dieser Wallet, auf dieser Hardware-Wallet, sich noch weitere Coins befinden oder du Coins nach, davor schon Coins waren, diese dann veräußerst theoretisch. Das wäre natürlich schädlich. Deswegen niemals mischen, wenn du ein Buy-and-Hold-Depot hast. Mit dem Trading-Depot. Auch eine interessante Frage, gerade international haben wir haben vorhin schon mal Österreich angerissen, USA, dass das wahrscheinlich von den Großkonzernen irgendwann mal forciert wird, dass das klarer zumindest irgendwie geregelt wird. Portugal haben wir schon angesprochen. Tom fragt, welcher Staat ist in und um der EU aktuell das kryptosteuerfreundlichste? Ist natürlich eine sehr verallgemeinerte Aussage, weil du hast bei Portugal ja schon gesagt, klar, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist die Regelung zur Gewerblichkeit viel, viel strikter. Ja. Aber kann man das so sagen? Welche Länder sind da vielleicht am freundlichsten? Also Länder ist es nicht mal, weil wir haben ein Problem gerade mit der Schweiz. Also wenn man sagt, man will in der EU bleiben, dann ist natürlich Schweiz jetzt nicht dabei. Aber Schweiz wäre zum Beispiel Zug sehr schön. Auch in der Schweiz grundsätzlich die Steuergesetzgebung, was Kryptowährung angeht, sehr gut. Ansonsten natürlich Liechtenstein mit dem ersten Kryptogesetz. Dann natürlich die Niederlande auch auf jeden Fall. Die haben nur eine Vermögenssteuer auf Kryptowährungen, aber keine Ertragssteuern. Estland versucht auch gerade sich in diesem Bereich, festzusetzen. Und ansonsten auch, ich glaube, Zypern war es noch. Zypern ist, glaube ich, auch noch recht schön. Wobei, wie gesagt, das natürlich, man muss natürlich auch die Länder mögen, wo man hingeht. Und wichtig ist ja immer nicht da, wo man dann eine Unternehmung gründet, sondern dort, wo man auch seinen Wohnsitz hat, wenn man privat unterwegs ist. Ja, nur wegen der Steuer umziehen wird ein einsames Leben, glaube ich. Genau, richtig. Vor allem Steuergesetze können sich ändern. Das Wetter meistens bloß sehr spärlich, sehr langsam. Genau. Bruxo hat vorhin noch geschrieben, ein Beispiel, ich kaufe mir für 100 Euro Coins mit Euro, stake und habe dann 120 Euro, Steuern auf die 20 Euro Gewinn, dann fällt der Kurs am nächsten Tag und alles ist in Summe 70 Euro wert. Muss ich dann immer noch Steuern auf die 20 zahlen? Mhm. Und das ist übrigens der Grund, warum bei diesem Webinar wir den ganzen Chat für die Aufzeichnung später im Video eingeschaltet haben, dass das alle nochmal nachlesen können. Also, ich weiß gar nicht, wie das hier steht. Das ist so Matheunterricht. Ich sollte solche Weißwort reinholen. Also 18.33 Uhr und so eine Matheaufgabe. Und vor allem, es sind bloß zwei Nullen mit dabei. Aber ich lese mal ganz kurz. Ich kaufe für 100 Euro Coins mit Euro Stake die und habe dann 120 Euro Steuern auf 20. Genau. Bis dahin schon mal richtig, oder nicht? Genau, richtig. Also 20 Euro Steuern, beziehungsweise in dem Fall. Du kaufst für 100 Euro Coins und stakest, dann hast du 120 Euro
Genau, Steuern auf 100, auf 20 Euro Gewinn, dann fällt am nächsten der Kurs und alles in Summe 70. Dann nein. In dem Fall bist du genau, wenn du innerhalb der 365 Tage bist, dann hast du natürlich den Verlust, den du wieder realisieren kannst und den kannst du gegenrechnen. Das heißt, da wäre es nur schlimm, wenn du länger als ein Jahr wartest mit der Verlustrealisierung. Das ist halt der Punkt. Also deswegen auch ganz wichtig, man muss bei Kryptowährungen sehr stark seine Verluste auch im Blick haben, die eventuell das Buchwertverluste im Blick haben. Weil wenn du die innerhalb eines Jahres realisierst, dann sind die natürlich auch in dem Fall, kannst du die verrechnen und dir natürlich einen Verlustpuffer aufbauen, den du irgendwann dann wieder nutzen kannst. Aber andernfalls, es interessiert sich grundsätzlich der deutsche Gesetzgeber immer nur für das, was innerhalb von 365 Tagen stattfindet, steuerpflichtig innerhalb von einem Jahr, dann Verluste realisiert innerhalb von einem Jahr, alles danach, entweder dein Vorteil oder dein Nachteil. Weil ich einfach die Woche gerade gelesen habe und dachte, ah, das ist smart. Da es ja private Veräußerungsgeschäfte sind, also sonstige Ausgaben, könnte es ja auch sein, dass ich andere sonstige Veräußerungsgeschäfte habe und damit Gewinne oder Verluste mache und das mit meinen Kryptowährungen Gewinnen beispielsweise verrechne. Wenn ich zum Beispiel mein Auto mit Verlust verkaufe und damit eigentlich einen Verlust habe, könnte ich das da zumindest meine Bitcoin-Gewinne beispielsweise ja abflächen. Theoretisch, ja, genau. Wäre ganz, ganz gut, wenn man, wie gesagt, da in das private Veräußerungsgeschäft reinkommt beim Auto oder auch bei anderen Sachen. Geht ja auch genauso mit Edelmetallen, Immobilien oder Ähnlichem. Alles möglich. Okay, eine Frage so noch. Also ist es, aber gute Frage. Sova schreibt, also ist es steuerlich ratsam, am Tag 364 Euro mit Verlust zu verkaufen und danach neu zu kaufen? Korrekt. Beste Strategie. Verluste nach 364 Tagen realisieren, Gewinne nach 366 Tagen. So einfach. Ja, ist übrigens, also deswegen spannend, weil wir tatsächlich auch ein paar Videos gerade über so Aktien und so weiter gekauft haben. Auch da ergibt es Sinn, dass man am Jahresende sich mal überlegt, welche Verluste realisiere ich vielleicht einfach, genau, um es einfach sofort wieder zu kaufen. Klar kostet es ein paar Transaktionsgebühren vielleicht, aber das war's denn und das kann sich durchaus lohnen, Verluste halt einfach zu realisieren, damit man die verrechnen kann. Ja, durchaus. Schön. Das war, würde ich mal sagen, ich weiß, es sind noch viele da und es sind theoretisch auch noch mehr da und so weiter. Ich kann euch nur dringend empfehlen, schaut gerne mal auf dem YouTube-Kanal Steuern mit Kopf, auf Instagram vorbei bei Steuern mit Kopf und so weiter. Roland ist hier unser Krypto-Experte. Er hat aber schon angekündigt, dass wenn jetzt ganz dringende Fragen sind, dann müsst ihr euch leider hinten in der Reihe anstellen, weil die Reihe nicht kurz ist. Aber wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch in diesem Video und die Aufzeichnung bleibt online. Das heißt, wenn ihr den Link habt, könnt ihr natürlich gerne noch vor und zurück springen. Wir werden es noch so ein bisschen gecuttet anschließend auch nochmal hochladen. Ansonsten gibt es natürlich auch bei uns viele weitere andere Videos, die ihr gerne anschauen könnt oder den Kanal abonnieren kann. Kann sich lohnen zumindest, genauso wie bei Steuern mit Kopf mal zu abonnieren. Ansonsten aber genau, wenn du speziell Krypto-Themen, Fragen hast, Roland, da bist du, glaube ich, guter Ansprechpartner. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, vielen Dank auch heute, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr interessant, ein lustiges Gespräch natürlich auf jeden Fall. Und von daher, vielleicht können wir das ja auch öfter mal machen. Sicherlich mal interessant, so im Livestream auch bestimmte Themen mal abzugrasen. Und ansonsten, wie gesagt, freue mich sicherlich aufs nächste Mal. Und ja, natürlich einen Chat, wenn ihr noch Fragen habt, gerne, wie gesagt, einfach mal melden. Schaut, wie gesagt, auch mal Steuern mit Kopf vorbei. Und ansonsten natürlich wünsche ich euch einen schönen Abend und bleibt gesund. Ja, danke dir und danke euch. Ciao, ciao, schönen Abend euch. Ciao.